Jetzt erstmal eine Runde Tube Tribute. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ein Erdbeben das Podest erschüttert und dabei den Schrein zerstört, der das Artefakt für Körper und Materie umgeben hatte. Die Zauber, die das dritte Artefakt beschützt hatten, wurden zerstört. Das Artefakt wurde gestohlen. Und noch schlimmer, es war mit dem Artefakt für Verstand und Macht verbunden. Ohne das Artefakt für Seele und Gerechtigkeit wurde die Kraft der Artefakte verzerrt und sie erweckte Kreaturen aus Knochen und Staub zum Leben, die sich bewegen konnten, aber ohne eine Seele und eine Bedeutung zu haben. Der Trine war der einzige Gegenstand, der das Gleichgewicht auf der Welt wiederherstellen konnte. Ja, was für ein Vorteil, dass wir den haben. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trine hier auf TripTubeDude, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin heute wieder allein unterwegs. Und ja, gucken wir mal nach. Dieses ganze Rumgespringe ist nicht gut für einen erwachsenen Mann. Ich wünschte, wir könnten uns ausruhen. Ja, könnte es ja auch anstatt zu springen einfach rollen. Wie wär's? Den nehmen wir doch mit. So, und jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer, mal gucken, was es hier noch zu entdecken gibt. So einfach kann's gehen. Unglaublich. So, schießt schneller, das finde ich cool. Das finde ich genauso cool. Hauptsache Planken. Was haben wir hier? Da kann kleine Objekte aufsammeln. Wie teuer ist das? Nächste Stufe, ein zerstörerischer zweiter Angriff mit der Wut von Blitzern. Eher schwache Gegner sterben auf der Stelle und die Erde lebt unter seinen mächtigen Klang. Das klingt doch mal nach einer Waffe. Hier, komm her, ich hab'n Vorschlaghammer. Noch einer? Ich bin Thor. Okay. Nein. Nein. Jetzt aber. Das muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ja, muss ich sagen. Ups. Und tschüss. Ist jetzt aktiviert. So. Haha. Ein mittelalterliches Maschinengewehr haben wir hier jetzt. Klopp, klopp. Nee, da wollte ich nicht hin. Nee. Da packt der Dix-20 wieder drauf. Ich finde den Ritter cool. Schließlich der am meisten kann. Ach, fuck, das war ein bisschen schade. Also einmal retour. Hier kommt ein Holzblock. Einfach mal so ein Ding schleudern. Da fang. Warte, du sollst es fangen. Jetzt so. Sehr nice. Ich trinke gerade was. Bleib mal da so. Ja, könnte ja nur schief gehen, ne? Genau. Okay. Er will ja nicht mehr so viel springen, dann bauen wir ihm halt einfach eine Planke. Ja, ein bisschen instabil hier. Gibt es da irgendwas zu gewinnen? Ja. Okay.
wird doch nicht bei meinen Künsten. Egal. Wenn ich versucht. Wenn ich könnt. Oh oh, oh oh, oh oh. Hammer. Lass was liegen. Das war schlecht. Warte, mein Freund, ich komme auch zu dir. Schließlich, wollen wir nicht so sein, wir machen auch Hausbesuche. Er stirbt einfach mal random so. Kommst du mir? Okay. Vorsicht. Da schwingt was. Tut weh. Bitte, jetzt habe ich noch mal vorgewarnt, oder? Also mehr kann ich nur noch nicht tun. Vorsicht, hinter dir geht's bergab. Yay, Go-Kart fahren! Ich sehe schon, wo das endet, ey. Oh, nicht gut. Gekonnt. Energiekugel gefunden. Erhöht die maximale Energie um 10%, verstärkt andere Energiezauber. Der Energiekugel verleiht dem Träger, die Energiekugel verleiht dem Träger mehr Energie. Ah, achso. Oh, die Polizei, was macht denn die hier? Also ich habe hier neuerdings, muss ich kurz erzählen, so eine Art Verkehr, also Inseln, um die man rumfahren muss. Und da ich mit dem Roller fahre, passe ich halt noch da durch. Also sprich, für mich geht es immer noch weiter geradeaus. Vielleicht kontrollieren die das ja endlich mal, weil ich finde das ja anstrengend, dass das Menschen die so etwas machen. Oh nein, ich bin nicht schizophren. Wir sind wieder okay. It's getting hot in here. Scheiße. Ja, ich würde gern wieder nach oben. Was soll denn der Mist? Ich kann auch gerade nicht wechseln, das ist nicht so geil. Können wir dann bitte wieder nach oben? Ja, klar, aber. Danke. Tja. Damit wir dem Bug nicht ganz ausgeliefert sind, einfach mal die Dieben opfern. Wo kommst denn du her? Ich kann auch einfach mit Planken arbeiten. Ja, man springt noch in deinen Tod, ist mega. Da geht's nicht mehr lang. Recht zugebaut. Okay, ohne Dieben ist jetzt gerade echt Hammer. Scheiße, hier irgendwie hochzuklettern. Okay, wir nehmen einfach mal eine Planke. Ja, dann spring doch in deinen Tod, bitte. Ich halte dich nicht auf. Und dass das Dream Team wieder vereint. Das ist nett. Okay, first this one. Haben wir jetzt ja Energie ohne Ende, ne? 10% mehr, da können wir ruhig ein bisschen was mit anfangen. Ach, fick. Jetzt aber.
So. Eine Truhe. Und eine Truhe, in die man leicht rankommt, bedeutet meist in diesem Spiel, dass da irgendwas relativ Wichtiges drin ist. Ja, okay. Fähigkeit eines Dreiecks. Zum Benutzen einen Dreieckzeichen. Ah, das ist ja geil. Ja, jetzt ist wieder die Frage, ne, nach oben oder nach unten? Aber ich glaube, ich gehe mal nach oben. So, wir nehmen die. Okay, warum genau wollte ich jetzt nach da oben? Ich finde, das ist immer voll doof. Weil man sich doch echt überlegen muss, wo will man lang. Also unseren plus 2 Erfahrungsampullen müssen wir auch überspringen. Also wenn ihr jetzt auch noch stirbt, dann habe ich ein Mega-Problem. Ja, Juno hat es ja beim letzten Mal ein paar Mal vorgeschlagen. Wir überspringen einfach ein paar Gegner. Ob die vielleicht nur so wieder killen. Gibt ja schließlich Erfahrung. Außerdem, ich würde die Gegner nie liegen lassen. Ja, Erfahrung ist einfach das A und O in Rollenspielen. Ja, Chris. Chris beide. Fest beide. Was mir ein bisschen fehlt, dass ich nicht im Sprung schießen kann, das wäre noch geil. Stehe ich jetzt immer hier so ein bisschen rum und warte darauf, dass ich... verlandert. He's a kind of man, Scheiße. So, jetzt aber bis ran. Alles easy. Relax. Ja, und sonst, also ich glaube, ich habe hier noch ein bisschen Zeit, ehe ich weiterkomme. Ja. Es war ja eigentlich für die letzten zwei Tage eigentlich richtiges Ranzwetter angesagt. Also so richtig, richtig mit Hagel, Sturm. Also, dass hier richtig der Punk abgeht in Berlin, aber passiert erstmal wieder nichts. Also wirklich. Okay, nun wohne ich auch außerhalb zwischen hier und Berlin ist auch noch ein Kanal. Also, sprich, wenn das schlechte Wetter auf der einen Seite ist, dann kommt es sehr selten auf meine Seite. Auf meine Seite hier. Aber an den einzigen Strom, der mir so richtig hart in Erinnerung geblieben ist, da wo ich, ja, also der hier in Berlin war, der war 2004? Glaube ich. Da war so ein What the fuck Moment, da wo ich so dachte, wow, das ist schlechtes Wetter. Das ist eigentlich eine ganz lustige Story, die kann ich euch immer noch kurz erzählen. Ich war damals mit meiner Großtante, okay, hier ist das Level, ne? Mit meiner Großtante in Berlin zu einer Open-Air-Symphonie, also klassische Musik. Und da war ein Lied, was sie halt sehr gemocht hat oder was sie immer gerne hörte. Da steigen die Instrumente nacheinander ein und diese Instrumente stiegen immer ein und über dem ganzen Freilichtding da über der Bühne rollten die Wolken immer näher und wohl immer größer. Das war so ein richtiger musikalischer und wettertechnischer What-the-fuck-Moment. Ja,
da jetzt Levelende ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Trine mit mir dem Taste. Viel Spaß morgen bei der Sonntagsfolge. Die ist mit Juno zusammen. Zieht das rein. Ist cool, ist lustig. Wir sehen uns, hören uns wieder am Montag. Bis dahin und ciao. Am Montag? Am Dienstag? Montag hat... Okay. Wir sehen uns wieder am Dienstag. Bis dahin. Ciao. Haut da rein.